nachdem wir uns im letzten Video mit den Datentypen in R auf eher theoretischer Ebene beschäftigt haben, soll es diesmal darum gehen, wie man diese Datentypen tatsächlich benutzt und was man damit machen kann. Mit den einfachen Variablen, die Skalare beinhalten, hatten wir schon gearbeitet. Also ich kann die Variablen benutzen, um mit ihnen Zahlen zu ersetzen. Und in ähnlicher Form gilt dies auch für komplexere Variablentypen, wie zum Beispiel Vektoren, Matrizen, Mehrzahl von Matrix oder Datenrahmen. Aber diese folgen, dadurch, dass es eben mehrere Zahlen sind, teilweise eigenen Regeln. Zuerst einmal wollen wir damit anfangen, wie wir diese einzelnen Datentypen anlegen, und wir werden uns von den Vektoren vorarbeiten, dann über Matrizen zu den Datenrahmen. Teilweise hatte ich das ja schon eingeführt. Um einen Vektor anzulegen, benutzt man den Befehl C, concatenate, irgendwas in der Richtung wird das in ausgesprochener Form sein. Damit fügt man Werte zu einem Ganzen zusammen und in erster Linie erst einmal zu einem Vektor. Ich werde jetzt einfach mal einen Vektor anlegen mit einzelnen Fundorten. Die da wären Leubingen, Melz und SZCZ, Chevo. Und wenn ich das jetzt einfach so abschieße, dann werden sie mir ausgegeben. Sie landen natürlich noch nirgendwo, aber wir haben auf jeden Fall schon mal Werte in verschiedener Form zusammengefasst, und diese können wir in eine Variable abspeichern. Fundorte. Und wenn ich jetzt Fundorte mir ausgeben lasse, dann bekomme ich diese Zahlen, diese Datenreihe wieder zurückgegeben. Wir sehen, dass hier vorne diese 1 auftaucht, und wenn ich hier noch diesen Vektor mehrfach hätte, wenn ich ihn länger hätte, oder ich schiebe mal dieses Fenster ein bisschen zusammen und lasse mir diesen Vektor nochmal ausgeben, dann sehen wir, dass jetzt hier eine 3 auftaucht. Das ist sozusagen der Umbruch dieser Zahlenreihe. Sie läuft ja eigentlich endlos durch. Es ist eine eindimensionale Wertereihe. Es ist eine eindimensionale Wertereihe. Der Bequemlichkeit halber wird aber das Ganze umgebrochen, damit wir all die Werte sehen können, wenn sie ausgegeben werden. Und diese Zahl hier vorne kennzeichnet immer, an welcher Stelle in der Datenreihe wir uns gerade befinden. Also das heißt, hier ist der erste Wert, Leubingen, dann folgen andere Werte. Dann bricht es um, und hier ist der dritte Wert, mit dem diese Zeile hier wieder anfängt, damit man weiß, wo in etwa man sich befindet. Gut, wir haben jetzt also einen Vektor mit Textstücken drin, mit Fundorten, die in einer bestimmten Reihenfolge hier drin abgelegt sind. Man kann sich jetzt schon, und da greife ich vielleicht ein bisschen vor, man kann sich jetzt schon, wenn man weiß, an welcher Stelle man nachgucken möchte, einen dieser Werte herauspicken. Wenn man einen Zugriff auf eine bestimmte Stelle einer Variable machen möchte, so gibt man diese normalerweise in eckigen Klammern an. Ich möchte also den ersten der Fundorte haben, dann bekomme ich ihn hier ausgegeben, oder den dritten, dann bekomme ich ihn hier ausgegeben. Also eckige Klammer ist immer Zugriff auf Inhalte innerhalb dieser Variable, und die Zahl da drin gibt dann die Stelle an. Wir hatten aber schon gesehen, zum Beispiel bei Islands, bei dem fest vorgegebenen Variable Islands, dass es hier auch die Möglichkeit gibt, entsprechend die Stelle mit einem Namen zu versehen. Hier haben wir eine Zahlenreihe, und diese Stelle hier ist benannt. Hätten wir das nicht, dann würden hier einfach die Zahlen hintereinander stehen und man wüsste nicht so genau, was diese Zahlen jetzt im Einzelnen bedeuten. Und genauso können wir uns das hier vorstellen. Ich werde mal einen zweiten Vektor anlegen, Fundkategorien. Und da füge ich Fundkategorien ein, die da wären Grab,
Ort und Siedlung. So, und diese Fundkategorien entsprechen den Fundkategorien meiner Fundorte. Läubing ist ein frühbronzezeitliches Grab, Melz wäre ein Hort und Muschewo wäre eine frühbronzezeitliche Siedlung. Um jetzt die Stellen in meinem Fundorte-Vektor zu benennen, benutze ich den Befehl names von Fundorte. Das ist ein Befehl, mit dem man sowohl Ausgabe als auch Eingabe machen kann. Also wenn ich jetzt die Namen meiner Fundorte, und zwar nicht der Text, der da drin steht, sondern die Namen der einzelnen Stellen aufrufe, steht da noch nichts drin. Aber ich kann dort etwas hineinschieben, und zwar meine Fundkategorien. Und wenn ich jetzt mir die Namen aufrufe, bekomme ich eben diese Namen zurückgegeben. Und wenn ich mir jetzt Fundorte direkt aufrufe, dann sehe ich, dass die einzelnen Stellen hier benannt sind. Grab, Läubing, Hort, Melz, Siedlung, Bruschewo. Das Ganze kann ich auch, ich habe jetzt das so gemacht, dass ich die Namen zuerst in eine Variable abgespeichert habe und sie dann übertragen habe. Ich kann natürlich auch direkt, diesen Bereich hier eintippen, was ich mir jetzt etwas erspart habe. Ich kann das direkt so machen, ohne dass ich vorher eine Variable angebe. Und das Ergebnis ist genau das gleiche. Damit kann ich jetzt zum Beispiel Fundorte und ich möchte den Fundort herauswählen, der ein Grab ist. Ich gebe also nicht die Zahl ein, sondern den Namen der entsprechenden Stelle und bekomme diesen Fundort zurückgegeben. Ich kann also auf die Art und Weise Daten herausgreifen. Außer, dass wir Vektoren, wir bleiben erstmal beim Vektor, Vektoren erstellen können und sie benennen können, sollten wir natürlich noch ein bisschen mehr damit machen. Ansonsten wäre das Ganze vielleicht nicht so spannend und ich werde einmal einen Vektor einfügen, der Körpergrößen aus den Teilnehmern des R-Kurses beinhaltet und diese mit den Namen belegen. Ähnlichkeiten mit aktuell lebenden Personen sind natürlich rein zufällig. Ich habe mir das anderweitig mal vorbereitet und man kann eben auch mit Copy-Paste Werte in R einfügen. Wenn man das Richtige einfügt natürlich. Die Namen sind nicht mehr die Zahlenreihen, sondern die Namen. So. Gut, jetzt habe ich einen benannten Vektor, bei dem ich genau weiß, welche Körpergröße zu welcher Person dazu gehört. Jetzt kann ich mit diesem Vektor Berechnungen anstellen. Zum Beispiel mir die Summe der Körpergrößen ausgeben lassen. Wobei dann jeder mit dem Befehl Sum, wobei jede einzelne Stelle eben dann zusammengerechnet wird zu einem Gesamtergebnis. Ich kann mir die Länge des Vektors ausgeben lassen, wie viele Stellen er beinhaltet. Das passiert mit dem Befehl length. Und ich kann, und damit kommen wir zur ersten statistischen Zahl sozusagen, ich kann mir den Durchschnitt berechnen lassen, was ja bekanntlich die Summe aller Stellen ist durch deren Anzahl. Und wir stellen fest, dass es hier einen Durchschnitt von 1,76 etwa gibt für unsere Körpergrößen. Das Ganze geht natürlich einfacher in R, was wir auch schon benutzt hatten, mit dem Befehl mean für den Durchschnitt. Das ergibt genau das Gleiche.
Ich kann meinen Vektor sortieren lassen nach den Größen. Wenn ich einfach nur mit dem Befehl sort, wenn ich den einen so eintippe, dann wird nach den Werten sortiert hier und die entsprechenden Benennungen rücken dann natürlich an die richtigen Stellen, sodass ich sehen kann, welches die kürzeste, welches die längste Person war hier in dieser Reihe. Ich kann mir den Minimumwert angeben und ich kann mir den Maximumwert angeben lassen und auch beides gleichzeitig zusammen mit dem Befehl range. Dann bekomme ich den Minimum und den Maximumwert ausgegeben. Das ist bei unseren neuen Stellen hier noch relativ übersichtlich. Das hätte man auch so raussuchen können, aber wenn wir erstmal mit 1000 Datenstellen arbeiten, dann ist es schon sehr angenehm, dass man es auf diese Art und Weise machen kann. Gut, wir können außerdem Berechnungen mit diesem Vektor anstellen und da unterscheidet es sich ein bisschen, ob wir Berechnungen mit jeder Stelle durchführen, indem wir ein Skalar dazu packen oder indem wir einzelne Stellen verändern, indem wir einen Vektor dazu packen. Wenn ich zum Beispiel meine Körpergrößen in Meter statt in Zentimeter haben möchte, ist das ja die durch 100, um die Angabe von Zentimeter in Meter umzuwandeln. Und ich kann hier einfach eintippen Körpergrößen durch 100 und dann wird bei dieser Eingabe eines Skalars wird an jeder Stelle diese arithmetische Operation durchgeführt und an jeder einzelnen Stelle wird dann durch 100 gerechnet. Das kann ich auch wieder in eine Variable überführen, um das für spätere Operationen zur Verfügung zu haben. Ein Gegenbeispiel wäre, wenn ich einzelne Stellen oder jede Stelle separat behandeln wollen würde. Das kann ich tun, indem ich einen zweiten Vektor anlege, der auch 9 Stellen hat. Moment. Kopieren, den hole ich mir aus einem zweiten Fenster gerade. Einfügen. Und wenn ich jetzt Körpergröße in Meter plus meinen zweiten Vektor rechne, dann wird die erste Stelle mit der ersten Stelle in meinem zweiten Vektor addiert, dann die zweite Stelle in meinem Vektor mit der zweiten Stelle in meinem zweiten Vektor, die dritte Stelle in meinem Vektor mit der dritten Stelle in meinem dritten Vektor und so weiter. Also wenn man ein Skalar auf einen Vektor anwendet, dann wird jede Stelle mit diesem Skalar verrechnet. Wenn ich einen Vektor auf einen Vektor anwende, dann wird jede Stelle separat behandelt. Wenn ich wenn ich einen kürzeren Vektor benutze, dann passiert Folgendes. Die Stellen werden recycelt, also die erste Stelle mit der ersten Stelle verrechnen, die zweite Stelle mit der zweiten Stelle und so weiter bis zur sechsten Stelle. Dann käme die siebte Stelle, die gibt es hier nicht mehr. Also springt das System wieder zur ersten Stelle zurück und nimmt diese und rechnet diese mit der siebten Stelle zusammen. Die zweite mit der achten und so fort. Zusätzlich bekommen wir eine Warnmeldung zurück, dass eben die Längen sich unterschieden haben, damit man das weiß, falls man es aus Versehen gemacht hat. Es gibt noch bestimmte Fälle, in denen man wohl definierte Vektoren anlegen möchte, automatisch anlegen möchte, wie zum Beispiel einen Vektor, in dem die Zahlen von 1 bis 10 vorhanden sind. Das kann man in R, bleiben wir auch bei der 10, kann man in R durch den Doppelpunkt machen. Dieser kleine Textstück hier sagt, lege mir einen Vektor an von 1 bis 10 und dann werden die Zahlen von 1 bis 10 entsprechend aufgeführt. Wenn man etwas komplexere Dinge damit machen möchte, wie zum Beispiel nur jede zweite Stelle, dann muss man den Befehl Sequenz explizit aufrufen von 1 bis 10 und zum Beispiel jede zweite Stelle wäre by gleich 2. Und dann bekommen wir eine Sequenz, in der jede zweite Stelle aufgerufen wird oder dargestellt wird.
Eine andere Möglichkeit wäre, ich gebe vor, wie lang dieser Vektor sein soll, zum Beispiel 5 Stellen, und dann bekomme ich einen Vektor zurückgegeben, in dem 5 Stellen vorhanden sind und diese 5 Stellen auf die Zahlen von 1 bis 10 gleichmäßig verteilt werden. Also Variante 1, ich möchte einen Vektor haben, bei dem gleichmäßig hochgezählt wird. Variante 2 zum Beispiel, ich möchte einen Vektor haben, bei dem bestimmte Dinge immer wiederholt werden. Das kann ich mit dem Befehl repeat machen. Zum Beispiel möchte ich meine Zahl 2 10-mal wiederholen. Und das Ergebnis ist eben eine Wiederholung von 10-mal der Zahl 2. Ich kann das Gleiche mit einem Text machen. Dann bekomme ich einen Textvektor, einen Charaktervektor, in dem 10-mal der Text drin steht. Ich kann auch hier rein eine Sequenz schreiben, zum Beispiel 1 bis 5, dass das 10-mal wiederholt werden soll. Und dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, die Sequenz, und die wird 10-mal wiederholt, sodass hier dann 10-mal 1, 2, 3, 4, 5 entsteht. Das gleiche geht auch mit einem Textvektor, Text 1, Text 2, Text 3, Anführungszeichen nicht vergessen. Und dementsprechend wird hier mein Textvektor dann wiederholt. Ich hatte ja schon gezeigt, dass man auf solche Vektoren eben zugreifen kann, indem man entweder über die eckigen Klammern eine Stelle auswählt oder indem man hier explizit den Namen abfragt. Bei dem Auswählen kann ich auch sagen, ich möchte bitte die Stellen 1 bis 5, und da benutze ich jetzt meine Sequenz hier drin, ausgegeben bekommen. Oder ich möchte alle Zahlen außer denen von 1 bis 5, dafür benutze ich das Minus. Ups, klammere das Ganze nochmal ein. Und dann bekomme ich alle Stellen zurückgegeben, außer den ersten 5. Auf die Art und Weise kann man eben einen Zugriff explizit gestalten, und man kann auf diese Art und Weise nicht nur sich Sachen ausgeben lassen, sondern an den Stellen auch die Werte verändern. Indem ich sage, meine Stellen 1 bis 5 sollen zum Beispiel entsprechend verändert werden. Da habe ich mich verzählt. Machen wir es andersrum. Wo haben wir die Körpergrößen? Das ist eben der Vorteil dieser Befehlshistory, dass ich durchblättern kann und auf vorangegangene Befehle wieder zurückgreifen kann. Wir werden später sehen, dass das auch noch angenehmer mit Skripten geht, aber auf die Art und Weise hatte ich mir zumindest erspart, das Ganze nochmal neu einzutippen. Gut, wir wollen die Stellen 1 bis 5 belegen mit diesen 5 Zahlen hier. Und wenn ich mir jetzt die Körpergrößen wieder ausgeben lasse, dann sind genau diese Stellen entsprechend verändert und überschrieben worden. Ich kann jetzt zum Beispiel auch Abfragen machen. Das passiert zum Beispiel so, dass ich mir ausgeben lasse, welche der Körpergrößen sind größer als 100. Was ich zurückbekomme, ist ein logischer Vektor, ein Vektor mit logischen Werten, bei denen falsch dort steht, wo diese Abfrage oder dieser Vergleich falsch ist und wahr an den Stellen, wo er stimmt. Und das kann ich zum Beispiel nutzen, um mir genau diejenigen ausgeben zu lassen, wo das Ganze wahr ist. Indem hier eben, gib mir alle Körpergrößen zurück, bei denen Körpergröße größer als 100 ist.
Und das Ganze können wir auch umkehren. Es wäre natürlich sehr einfach, hier dieses Zeichen umzukehren, aber ich kann auch... Ups, nein. Das sind Ja-Nein-Werte, das habe ich... Ja, das habe ich gerade durcheinander gebracht. Wenn ich das umkehren möchte an der Stelle mit Ja-Nein-Werten, dann benutze ich nicht das Minuszeichen, sondern das Ausrufezeichen für nicht. Damit wird eine logische Aussage negiert und damit bekomme ich alle, für die nicht zutrifft, dass die Körpergröße größer als 100 ist. Das zu den entsprechenden Vektoren. Wenn wir das Ganze jetzt noch etwas weiterführen wollen und zu den Daten, zu den Matrizen kommen wollen, lege ich mir einen weiteren Vektor an und kann jetzt, habe jetzt das Alter meiner Person und die Körpergröße und kann das jetzt zu einer Datenmatrix zusammenfassen. Zum Beispiel Größenmatrix oder nennen wir es Kursteilnehmer. Kursteilnehmer ist eine Matrix. Mit diesem Befehl lege ich eine Datenmatrix an. Diese soll bestehen aus Körpergrößen und Alter und soll 9 Zeilen haben und 2 Spalten. Wenn ich mir das Kursteilnehmer anschaue, dann habe ich hier eine Datenmatrix, also eine Tabelle im Grunde genommen, wo wir hier den einen Wert haben, hier das Alter. Wir haben gesagt, die werden einfach nur in einen Vektor zusammengefasst und dann wird das Ganze in eine Matrix umgewandelt mit 9 Spalten und die 9 Zeilen und die 2 Spalten hier hinten hätte ich mir auch sparen können, da das entsprechend dann aufgeteilt wird. Und wenn wir das auf 9 Zeilen aufteilen, dann kommen automatisch 2 Spalten dabei raus. Bisher eine recht blanke Matrix, ohne dass wir genau wissen, was was ist. Das können wir wieder benennen. Da wir jetzt hier allerdings eine zweidimensionale Geschichte haben, gibt es nicht einfach nur Names, denn das würde ja auf die Zeilen wie auf die Spalten zutreffen. Stattdessen gibt es Rownames von meinen Kursteilnehmern, die Zeilennamen, und die entsprechen den Namen zum Beispiel von Körpergrößen. Da hatte ich ja die Namen schon mal abgelegt. Wenn ich mir jetzt... Ups. Hallo, hatte ich die wieder... Die hatte ich ja wieder rausgelöscht. Es tut mir leid. Dann nutze ich mal wieder die Befehlsgeschichte und benenne diese Namen nochmal. So, jetzt das gleiche nochmal. Voilà, jetzt haben wir die einzelnen Zeilen benannt. Und um die Spalten auch zu benennen, ist dann entsprechend der Befehl callNames für Columns, also Spalten, soll sein Körpergröße und Alter. Und damit haben wir hier eine Datentabelle angelegt, bei denen wir Körpergröße und Alter haben. Das sind beides Zahlenwerte, deswegen können sie in eine Datenmatrix gepackt werden, abgesehen von diesem NA-Wert hier hinten. Und im Grunde genommen können wir all das machen, was wir auch schon mit dem Vektor gemacht haben. Wir können zum Beispiel die Summe bilden, da wir einen NA-Wert haben. Wie letztes Mal schon geschildert, müssen wir NARM gleich T eingeben, damit hier auch ein Ergebnis bei rauskommt. So sinnlos das auch immer sein mag, wenn man Körpergrößen und Alter zusammen addiert. Wenn ich den Befehl length benutze, bekomme ich 18. Denn wir haben 18 Stellen insgesamt, 2 mal 9.
Wenn ich wissen möchte, wie viele Zeilen und wie viele Spalten die Tabelle hat, dann benutze ich den Befehl DIM für Dimensions. Dann bekomme ich meine 9 Zeilen und meine 2 Spalten. Bei R ist es Standard, dass die Zeilen zuerst kommen und dann die Spalten. Wenn ich zum Beispiel auch auf eine bestimmte Stelle hier zugreifen möchte, dann könnte ich Kursteilnehmer, jetzt muss ich die Zeile spezifizieren, 2, Komma, jetzt muss ich die Spalte spezifizieren, 2, dann bekomme ich den Wert in der zweiten Zeile und der zweiten Spalte. Wenn ich hier eine 3 eingeben würde, gibt es diese Spalte nicht. Wenn ich hier eine 3 eingeben würde, komme ich hier auf die dritte Zeile und wiederum die zweite Spalte. Wenn ich mir die dritte Zeile insgesamt ausgeben lassen möchte, dann kann ich einfach die zweite Indizierung weglassen. Und dann bekomme ich insgesamt die dritte Zeile ausgegeben. Und das gleiche kann ich bei den Spalten machen. Wenn ich insgesamt die zweite Spalte ausgeben möchte, dann bekomme ich das hier. Und ich kann hier zum Beispiel auch wiederum eine Auswahl treffen. Die ersten 3 und davon die zweite Spalte. Oder einfach nur die ersten 3 mit allen Spalten. Das ist möglich. Ich kann auch meine Tabelle, so wie sie ist, drehen, sodass die Zeilen die Spalten werden, die Spalten die Zeilen. Das ist der Befehl T für Transpose. Und damit habe ich diese Matrix einfach gedreht. Ich kann auch das wieder mit einem Skalar kombinieren. Dann wird wiederum jede Stelle mit diesem Skalar verrechnet, sodass wir an jeder Stelle durch 100 haben. Und ich kann das Ganze auch mit einem Vektor zum Beispiel verrechnen. Dieser Vektor an dieser Stelle. Dieser Vektor an dieser Stelle hat noch ein Durchzeichen zu viel. Summiert, teilt jede einzelne Stelle der Körpergrößen erst einmal durch einen Wert und dann die des Alters. Also hier stehen, sollten 18 Zahlen drinstehen und dementsprechend bekommen wir hier wiederum Stelle, Stelle, Stelle und dann in der nächsten Zeile. Es werden immer zuerst die Zeilen abgearbeitet und dann die Spalten, bis alle Zeilen durchgearbeitet sind. Dann wird eben die nächste Spalte geschaltet und wiederum alle Zeilen werden durchgegangen. Noch ein letztes, Datenrahmen. Dazu hole ich mir noch einmal eine weitere Variable hinzu, und zwar das Geschlecht der Personen. Einen Moment. Kopieren. Einfügen. Einen Faktor, und das kann ich jetzt nicht mehr zusammen mit den Zahlen in eine Datenmatrix schreiben, in eine Matrix schreiben, da wir es hier mit unterschiedlichen Datentypen zu tun haben. Das Ganze muss in einen Datenrahmen dann geschrieben werden. Nenne ich den mal Kursdaten, nicht Kursteilnehmer, sondern Kursdaten. Das soll ein Datenrahmen sein, Data Frame. Und jetzt benenne ich quasi direkt, indem ich die Variablen einfüge, Körpergrößen, Alter und Geschlecht. Und was herauskommt dabei, ist wiederum eine Tabelle, in der allerdings unterschiedliche Datentypen vorhanden sind, wie zum Beispiel in diesem Fall das Geschlecht und Körpergröße, Alter. Die Zeilennamen sind automatisch aus der Variable übernommen worden. Wiederum ist das Gleiche möglich, was wir vorher schon gesehen haben, dass ich hier eine Division jeder einzelnen Stelle durch ein Skalar vornehme, wobei das bei Faktoren eben nicht sinnvoll ist, und das erkennt er auch ganz intelligent und gibt mir das entsprechend aus. Ich kann mir einen Überblick über die Variable verschaffen mit dem Befehl Summary, wo ich
Na, wenn ich mich nicht ständig verschreibe. Bereits die wichtigsten Statistiken über die einzelnen Spalten bekomme. Körpergröße, Minimum, Median, Quartile, Mittelwert, das gleiche fürs Alter. Hier wird mir zusätzlich angegeben, dass ein NA vorhanden ist und das Geschlecht 6-mal männlich, 3-mal weiblich. Wenn ich an einer bestimmten Stelle hier einen Wert ändern möchte, kann ich es genauso machen wie gehabt, indem ich ihn direkt indiziere. Zum Beispiel Ria und Alter soll sein 5. Ah, und das passiert übrigens, wenn man ein Anführungszeichen vergisst. Dann stellt R fest, dieser Befehl kann hier nicht zu Ende sein, weil das Anführungszeichen noch nicht geschlossen ist. Und es erscheint dieses Plus, dass man weitere Eingaben vornehmen soll. Und da kommt man nur eigentlich daraus, indem man irgendeine seltsame Eingabe tätigt und diesen Befehl nochmal wiederholt. Und wenn ich mir jetzt Kursdaten anschaue, dann habe ich hier das Alter, habe ich Ria sehr, sehr stark verjüngt. Was bei Datenrahmen übrigens noch neu ist, ist, dass man einen Zugriff nicht nur über diese eckigen Klammern machen kann, sondern ich kann mir über das Dollarzeichen die Spalten direkt aufrufen und kann sie so entsprechend mir ausgeben lassen, sodass hier ich einen etwas einfacheren Zugriff auf eine ganze Spalte zum Beispiel bekomme. Ich kann auch diese Veränderungen vornehmen mit einer grafischen Oberfläche. Das mag teilweise etwas angenehmer sein, als wenn man jeweils die einzelnen Stellen aufruft. Der Befehl dafür ist Edit. Dann bekomme ich eine solche Tabelle ausgegeben und kann hier Veränderungen vornehmen. Wenn ich das Ganze wieder schließe, dann sind die Veränderungen hier übernommen. Wichtig allerdings, Edit ist auch ein Befehl. Ich editiere nicht direkt die Kursdaten, sondern ich rufe Edit auf den Kursdaten auf, dann bekomme ich das Fenster angezeigt, in dem kann ich Veränderungen vornehmen. Wenn ich diese nicht gleich wieder in eine Variable abspeichere, in die gleiche oder in eine andere Variable, dann habe ich zwar meine Änderungen vorgenommen, die werden aber nicht in die Variable übertragen, sodass man dann etwas verändert, ohne damit einen Effekt zu erzielen. Also wichtig, dass auch bei diesem Edit-Befehl, dass immer das Ganze wieder in eine Variable zurückgespeichert wird. So viel erst einmal zum Umgang mit einzelnen Datentypen und das nächste Mal schauen wir uns an, wie wir das Ganze wieder herausbekommen, zum Beispiel in Excel und wie wir das Ganze auch aus Excel in R übertragen können.